Jetzt haben wir Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, die Kämpfe führen, aktuell, die gezwungen sind, einen Kampf zu führen. Es geht um den Erhalt ihres Werkes. Es geht um Nexon in Hannover. Stell dich doch da. Ich gebe dir das Mikro. Martin wird das meiste sagen. Dann übergebe ich jetzt das Mikro an. Mich. An Martin Weig, yes. Betriebsratsvorsitzender. Ja, ich danke euch schon mal, dass wir hier nochmal unser Anliegen vorbringen dürfen. Unterschriftenliste ist auch umgegangen. Ich glaube, wir haben keine Ausdrucke mehr. Ja, also keine aktuellen Ausdrucke. Ja, wir haben das Problem, wir sind ein Kabelhersteller, wir sind in der kapitalistischen Falle. Hannover ist zu teuer, es heißt, das wird in Belgien besser gemacht, billiger gemacht und dann der Internationalismus schlägt auch zu. Entschuldigt bitte die Plattheit, der Chinese kommt, der Chinese ist da und die Konkurrenz wird zu groß, Preise müssen runter. Ja, das trifft uns. Wir werden 500 Arbeitsplätze in Hannover verlieren. Die werden entweder knallhart abgebaut oder halt auch in andere deutsche Städte, anderes europäisches Ausland verschoben. Also Finanz wird zusammengefasst in Belgien. Das hat Gesicht. Wir werden uns dagegen wehren. Wir wehren uns dagegen auf allen im Moment erlaubten Mitbestimmungsebenen, vielleicht auch die anderen Mitbestimmungsebenen, die nicht erlaubt sind. Wir sind noch mitten im Mitbestimmungsverfahren nach französischem Recht leider, aber wir haben schon gesagt, bei der letzten Anhörung, wo wahrscheinlich sowas rauskommen wird, danke, dass Sie Bedenken geäußert haben, aber wir machen es jetzt doch, haben wir schon gesagt, wir haben erstens drei Kollegen, die so ein bisschen verrückt sind, die fahren mit dem Fahrrad nach Paris zur letzten Anhörung. Ich habe es gemütlich, ich bin Eurobetriebsratsmitglied, ich fliege, aber die anderen Kollegen werden versucht, mit dem Bus nachzukommen, um dann... auch mit unseren gelben Westen, die wir sowieso immer tragen sollen auf der Arbeit, dann uns noch zeigen, dass auch die Deutschen mit den Gelbwesten was anfangen können. Ja, das ist an sich die kurze Zusammenfassung. Ich möchte auch eure Zeit nicht mehr weiter strapazieren. Ich habe ja schon mitgekriegt, dass das hier stramm organisiert ist. Ich würde jetzt das Mikro wieder rübergeben, wenn die Fanny wieder reden kann. Dürftest du weitermachen. Danke. Liebe Leute, vielen Dank. Wenn ihr die Tage wieder nach Hause kommt, bitte erzählt von wegen das, was abstrakt Krise bei Marx und weiß der Geier ist, erleben wir gerade in Hannover in Natura. Danke.